Ein starker Rücken kann entzücken. Vom Rumsitzen wachsen die Muskeln aber nicht. Wann steht Rückentraining auf deinem Plan? Effektive Übungen dazu findest du in diesem Video. Im Alltag beanspruchen wir die Rückenmuskulatur oft zu wenig oder nur einseitig. Zudem schaden langes Sitzen und falsches Stehen dem Kreuz. Die Konsequenz? Rückenschmerzen. Die Lösung? Haltung verbessern und regelmäßiges Rückentraining. Der Rücken besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Muskeln, die dafür verantwortlich sind, dass wir stehen, gehen und Bewegungen mit dem Oberkörper ausführen können. Die Rückenmuskulatur erstreckt sich rund um deine Wirbelsäule zwischen Nacken und der Spitze des Steißbeins. Sie unterteilt sich in tiefer liegende und oberflächliche Muskeln. Die Tiefenmuskulatur stabilisiert deine Wirbelsäule. Die oberflächlichen Muskeln ermöglichen dir Bewegungen nach vorne, zur Seite und steuern Drehbewegungen deines Oberkörpers. Muskuläre Disbalancen resultieren häufig aus einer Abschwächung der Muskulatur, bedingt durch eine erhöhte Grundspannung oder Unterbelastung. Deine Muskeln arbeiten niemals alleine, sondern im Zusammenspiel mit einem Gegenspieler. Dieser sorgt dafür, dass du nach einer Bewegung wieder in die Ausgangsposition gelangst. Die Rückenmuskulatur fungiert als Spieler also immer mit einem Gegenspieler, wie beispielsweise der Bauchmuskulatur, zusammen. Sitzt du ständig krumm am Schreibtisch, verkürzt sich dein großer Brustmuskel und deine Schultermuskulatur wird überdehnt. Die Folge? Eine muskuläre Disbalance in Form eines Rundrückens. Der Rücken nimmt eine wichtige Schutz- und Stützfunktion ein. Gerade im unteren Bereich sollte er möglichst stark und stabil sein, nicht nur im Schulterbereich. Du kannst Rückenschmerzen lindern und Bandscheibenvorfällen vorbeugen, indem du deinen Rücken mit den richtigen Übungen regelmäßig trainierst. Bevor du unbedarft schwere Gewichte stemmst, solltest du deine Rückenmuskulatur erst einmal richtig kennenlernen und ihre Stärke einschätzen können. Eine gute Gelegenheit bieten dir Stabilisationsübungen. Damit sind Übungen gemeint, für die du deinen Körper in eine ungewöhnliche Position bringst. Du arbeitest gegen die Schwerkraft und spannst viele Muskeln gleichzeitig an. Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, wie der Beckenlift und die Standwaage, eignen sich dafür besonders gut. Aber auch beim Planking lernst du, deinen Körper zu kontrollieren. Du beanspruchst bei dieser Core-Übung viele kleine Muskeln in Bauch und Rücken. Eine weitere Übung zur Stabilisation ist die U-Halteübung. Lege dich auf den Bauch und strecke deine Beine aus. Die Füße sind auf die Zehen gestützt. Die Arme anheben und mit Ober- und Unterarm einen 90-Grad-Winkel bilden. Nun den Oberkörper vom Boden abheben, bis Spannung im unteren Rücken spürbar ist. Halte diese Position für 10 bis 20 Sekunden. Absetzen, kurz pausieren und die Rückenmuskulatur entlasten. Danach wiederholst du den Ablauf. Wichtig: Den Kopf nicht in den Nacken nehmen, sondern zum Boden schauen. Anstrengender wird es, wenn du die Arme nach vorn ausstreckst und diese zusammen mit den Unterschenkeln anhebst. Diese Übung absolvierst du auf dem Taillenbrett oder alternativ auf einer Schrägbank. Lege dich bäuchlings darauf, sodass die Beckenknochen gerade noch aufliegen, und fixiere deine Füße. Verschränke deine Arme vor der Brust oder halte deine Hände am Hinterkopf und nimm die Ellbogen nach hinten. Senke deinen Oberkörper langsam so weit wie möglich und richte ihn behutsam wieder auf, bis du eine Linie bildest. Spüre die Spannung im Rücken, halte die Stellung und senke den Oberkörper ab. Lass dir Zeit. Führst du die Übung langsam durch, ist sie fordernder. Absolviere 3 bis 4 Sätze mit etwa 15 Wiederholungen. Danach sollte deine Rückenmuskulatur glühen. Eine andere Variante? Wenn du deinen Rücken während der Übung rund machst und Wirbel für Wirbel abrollst, verschafft das deiner Wirbelsäule mehr Mobilität. Bei der Aufwärtsbewegung wendest du dasselbe Prinzip an. Am besten kombinierst du die Varianten. Wenn du das Video bis zum Ende geschaut hast und unseren Kanal abonniert hast, dann kommentiere jetzt abonniert und wir werden auf deinen Kommentar antworten. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal!